Hallo und herzlich willkommen bei ArtStudio RS. In diesem Video erfährst du, wie dein Videoprojekt von unserem Team umgesetzt wird. Wir bekommen eine Anfrage von dir über unser Kontaktformular mit einer groben Beschreibung davon, was du bekommen möchtest und welche Ziele das Video erfüllen soll. Du kannst uns aber auch per E-Mail oder telefonisch kontaktieren. Deine Anfrage wird analysiert und wir setzen uns mit dir in Verbindung, um alle organisatorischen Aspekte abzuklären, sowie auch das Konzept des Videos zu definieren. Deine Vorstellungen und Ideen werden wir durch unsere Kreativität und Erfahrung bereichern und in visueller Form umsetzen. Bei diesem Schritt ist es uns wichtig, die Antworten auf 4 Hauptfragen zu bekommen. Was soll gedreht werden? Welchem Ziel dient das Video? Wann soll es fertig sein? Wie hoch ist dein Budget? Sobald wir alle Infos haben, schicken wir dir das Angebot, das deinem Budget am besten entspricht. Gleich nach deiner Zusage legen wir mit der Projektvorbereitung los. Pre-Production ist einer der wichtigsten Schritte im gesamten Projekt. Eine umfangreiche Vorarbeit sorgt für ein tolles Ergebnis, das deine Anforderungen in der Zukunft komplett erfüllt. Nach jedem Schritt präsentieren wir den Zwischenstand, damit du weißt, wie das Projekt abläuft. Bei Bedarf kannst du immer erforderliche Korrekturen äußern. Und jetzt fangen wir mit der Produktion an. Dreharbeiten werden nach dem Drehbuch und dem Storyboard laufen. Erstellung der Computergrafik wird dem Lastenheft entsprechen. Sobald Material gedreht ist, fängt der Schritt der Postproduktion an. Schnitt, visuelle Effekte, Farbkorrektur, Grafik und Sounddesign. Das alles setzen wir um. Wenn das Video fertig ist, können wir dir mit der Platzierung des Contents im Internet sowie sozialen Netzwerken helfen. Auch bei Werbeeinstellungen unterstützen wir dich, falls es Bedarf gibt. Diese 7 Schritte führen dich zum erfolgreichen Produkt, das deine Kunden begeistert und worauf du stolz wirst. ArtStudio RS – dein zuverlässiger Partner im Bereich der Video-Content-Erstellung.